Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt programmieren wir tatsächlich einen Server mit einem RESTful Web Service und wir verwenden das Implementierungsplattform Spring Boot. Grund für Spring Boot ist, es ist sehr weit in der Industrie verbreitet und es ist in Java programmiert, sodass wir das mit unseren Kenntnissen einfach gut machen können. Das heißt, Gegenstand dieses Videos sind so erste Schritte. Wie mache ich einen RESTful Backend mit Hilfe von Spring Boot? Teile des Videos habe ich letztes Jahr schon gedreht. Damals haben wir noch nicht festgelegt, welches JDK wir verwenden. Ich war da noch auf dem JDK 13. Das hat aber zu sehr vielen Problemen geführt. Wegen Kompatibilität zwischen IntelliJ Gradle und dem JDK. Deswegen habe ich dieses Jahr so durchgesetzt, dass wir auf JDK 11 sind, weil das den Long-Term Support hat, in der Hoffnung, dass das alles kompatibler zueinander ist. Also Sie sehen so ein paar Overlays in dem Video, die zeigen sozusagen, dass also im Video ist Java 13 zu sehen. Wir arbeiten aber jetzt in 2021 mit JDK 11 wegen Long-Term Support. Viel Spaß bei dem Video. Und was wir heute bauen wollen, ist das Middle-Tier. Das ist das Ding zwischen dem Benutzer und der Datenbank. Und da bauen wir die Anwendungslogik rein. Das heißt, also wir bauen da Kunde, Konto, Vertrag rein. Da werden wir Klasse, Kunde, Konto, Vertrag haben. Also ich würde jetzt in dem Beispiel so ein kleines Projekte-Verwaltungstool mit Ihnen bauen. Und diese Middle-Tier greift auf die Datenbank zu und liefert da auch gewisse Services wie Transaktionen, IT-Security und so weiter. All das werden wir uns anschauen. Also wir bauen gerade die Middle-Tier und das, was wir verwenden werden, ist ein Datenbank-Server. Ich verwende in dem Beispiel eine einfache Hauptspeicher- oder dateibasierte Datenbank H2, weil das am leichtesten geht und wir das also keine extra Datenbank auf Ihrer Maschine installieren müssen und auch keinen Docker-Container starten brauchen und sowas. Aber so, also mit diesen drei Elementen haben wir im Prinzip so eine klassische Three-Tier-Architecture. Client, da sitzt der Benutzer davor, Application, Server, den wir jetzt gerade bauen, das ist die Anwendungslogik und Datenbank-Server, da werden die Daten gespeichert. Als Server-Framework verwenden wir Spring Boot. Spring ist ein relativ altes Framework. Grundidee stammt aus einem Buch aus dem Jahr 2005 von einem Rod Johnson. Und zwar gab es am Anfang der Programmierung mit Java am Server gewaltige Probleme. Also die Sun Microsystems-Leute haben Standards definiert, um Server in Java zu bauen. Nur hatten leider die Sun Microsystems-Leute keinen Plan davon, wie man sowas macht. Und haben da entsprechend ziemlich viele Designverstöße eingebaut. Wie gesagt, hätten sie besser IBM gefragt, wie das geht. Die hatten mehr Erfahrung. Und so als Reparatur von einigen Problemen, die es gab, ist dem Rod Johnson irgendwann dieses Spring Framework eingefallen. Sie sehen hier, das stammt aus einem Buch aus dem Jahr 2005. Und dann haben wir angefangen, dieses Spring Framework zu bauen. Ist inzwischen als Open Source Framework verfügbar, ist unter das, also die URL stimmt da nicht ganz, fällt mir gerade ein, also das ist jetzt eher unter Spring.io, sehen wir aber gleich dann in der Demo, das ist jetzt nicht schlimm. Wesentliche Elemente habe ich Ihnen schon vorgestellt in anderen Videos, also die Überschriften zumindest. Sie haben das Dependency Injection Pattern schon kennengelernt, davon macht Spring essentiellen Gebrauch, das ist so eins der wichtigsten Patterns, die Spring verwendet und auch verwenden muss, sonst würde Spring gar nicht funktionieren. Und das zweite wesentliche Pattern ist das Thema aspektorientierte Programmierung. Das sitzt implizit drin, und zwar müssen Sie verwendet Spring da das Interceptor Pattern, auch das sollten Sie kennen, oder Interceptor Pattern wahlweise. Wir verwenden Spring Boot. Das ist ein Framework, was einen Einstieg erleichtert in das Thema Spring. Sehen Sie aber gleich, was uns das hilft. Und also dass wir da relativ schnell produktiv werden. Das ist Spring Boot, ist so ein Aufsatz auf Spring. Also hier nochmals kurz zur Wiederholung: Dependency Injection. Was machen Sie? Sie haben hier ein Hauptprogramm, meinen Mail-Client. Der hat eine Referenz auf einen Mail-Service. Das ist hier so ein Interface, was ich irgendwie bereitgestellt habe. Und es gibt vom Mail-Service vielleicht einige Implementierungen, ein Dummy und vielleicht eine Produktiv-Implementierung. Aber wichtig ist, dass in dem Mail-Client kein New auf irgendeine dieser Implementierungen steht. Also das heißt, der es anwendet, hat kein New und erzeugt diese Objekte nicht selber, sondern die Objekte werden von außen, in unserem Fall dann von Spring Boot, rein injiziert. Man kann also entweder die lokale Vari die, die das Attribut direkt setzen lassen über Spring Boot,
Alternativ kann man das über einen Konstruktorparameter machen oder über eine Setter-Methode. Alles geht. Und wie gesagt, dieses Erzeugen dieser Instanzen und das Injizieren, das macht Spring Boot für uns automatisch. Und das werden wir sehr, sehr umfangreich brauchen. Sehen Sie aber gleich in der Demo. Und das zweite Wichtige, was Spring noch macht, ist, der nimmt das Interceptor-Pattern her. Hier auch da nochmal als kurze Erinnerung an das Video. Das heißt, die Requests und Replies, die Sie über HTTP an den Server schicken, werden unterbrochen unterwegs. Und da bauen Sie zum Beispiel zum Beispiel Transaktionslogik ein oder Sicherheitsprüfung oder gucken sich den HTTP-Header an und machen damit was. Also diese beiden Konzepte sind nochmal wichtig zur Wiederholung, Dependency Injection und das Interceptor-Pattern, sonst verstehen Sie den Rest nicht. So, und da wir jetzt sozusagen die Grundkonzepte angeschaut haben, bauen wir jetzt ein Hello World-Programm. Dazu sage ich hier New, das ist jetzt nochmal wichtig, New Project. Und jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten, ein neues Spring-Projekt zu erzeugen. Sie haben hier, wenn Sie die Profi-Version von IntelliJ verwenden, hier schon ein Untermenü Spring Initializer. Also entweder können Sie das verwenden. Alternativ haben Sie im Web die Möglichkeit, bei den Spring Initializer im Web zu verwenden. Das heißt, hier würden Sie sich durchklicken und dann können Sie nachher eine JAR-Datei oder eine ZIP-Datei runterladen, wo das Projekt drin erzeugt ist. Also man kann hier sagen, hier ist Scamming Gradle oder Maven in Java oder falls Sie das wollen, in Kotlin oder in Groovy. Und man kann hier die Spring Boot Version auswählen. Und die anderen Sachen zeige ich Ihnen aber dann gleich in der Demo. Das heißt, wir machen es jetzt mal hier mit IntelliJ, also Spring Initializer. Ich nehme hier mein normales SDK her, nenne das Ganze mal de.thro.inf. Das Artefakt nennen wir, wie nennen wir es denn, Projektverwaltung, Projektverwaltungssystem, PVS nenne ich das mal. Und das ist Projektverwaltungssystem, nenne ich es mal. So, wir machen daraus ein Gradle-Projekt, weil wir es die ganze Zeit mit Gradle gearbeitet haben. Spannend ist jetzt der Dialog. Wir brauchen jetzt ein paar Komponenten von Spring Boot und die können wir uns hier aussuchen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal das Spring MVC. Das muss hier irgendwo sein. Das nehmen wir mal Spring Web. Das heißt, ihr schreibt hier schon Building RESTful Web Services. Dann brauchen wir aus dem SQL-Bereich, damit wir irgendwelche Daten haben, mit denen wir arbeiten können, Spring Data JPA. Da sitzt ein objektrelationales Mapping Framework dahinter. Das erleichtert uns dann, auf eine relationale Datenbank zuzugreifen. Sie können hier auch sozusagen verschiedene Treiber installieren für ein Oracle, MySQL und andere Dinge. Oder bei NoSQL könnten Sie auf MongoDB oder auf Cassandra zugreifen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und ich nehme hier nochmal die H2-Datenbank dazu. Das heißt, dann haben wir eine Hauptspeicherdatenbank, mit der wir arbeiten können. So, kurzer Blick nochmal. Also bei NoSQL hätten Sie dann auch Möglichkeiten auf Redis oder MongoDB oder Cassandra oder auf irgendein anderes Datenbanksystem zuzugreifen, wenn Sie andere Persistenzmodelle wollen. Wir machen Sie jetzt aber ganz klassisch mit SQL. So, dann erzeugen wir das. Das Projektverwaltungssystem ist hier erzeugt. Und jetzt müssten wir eigentlich mit etwas Glück ein neues Projekt haben. Der hat uns jetzt ein neues Gradle-Projekt erzeugt und hat uns hier auch schon eine Hello World-Applikation hergestellt. Wenn wir da mal reinschauen, dhro inf Projektverwaltungssystem. Und da hat er uns hier auch schon so eine PVS-Application erzeugt. Das ist ein ganz, ganz einfaches Main-Programm. Das werde ich auch gleich starten. Und er hat uns ein paar Konfigurationselemente schon mal hergestellt. Das ist hier die Application Properties. Steht noch nichts drin, aber da würden wir sozusagen externe Parameter hinterlegen, dass wir das aus den Resources laden können. Schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was der an zusätzlichen Sachen erzeugt hat. Und zwar, wenn wir in die Build Gradle reinschauen, sehen Sie hier, er verwendet verschiedene Plugins von dem Spring Boot Framework und von dem Spring. Und was er hier inkludiert, Sie sehen, hier sind so verschiedene Bibliotheken drin. Die habe ich gerade in dem Initializer angehakt, nämlich Bootstarter Data JPA und Bootstarter Web sowie die H2 Datenbank. Und er hat auch noch ein Test-Framework inkludiert, sodass wir dann schönere Unit-Tests schreiben können.
Das heißt, das ist zusätzlich dazugekommen und wenn wir weitere Komponenten ergänzen, wir werden noch eine Security-Komponente brauchen, wir werden noch eine Komponente brauchen, um auf RabbitMQ zuzugreifen, dann ergänzen wir hier jeweils eine Zeile und haben dann die Bibliothek zur Verfügung. Sie sehen, das ist ein ganz normales Gradle-basiertes Projekt oder ganz normales Maven-basiertes Projekt, so hätten Sie es auch machen können. Und jetzt starten wir das Ganze. Also wenn er korrekt startet, dann sehen Sie hier einen Dialog. Hallo, ich bin Spring und jetzt sehen Sie hier schon die Log-Ausgaben. Was man an den Log-Ausgaben auch gut erkennt, ist, also abhängig davon, welche Bibliotheken Sie importiert haben, nimmt jetzt verschiedene Komponenten rein. Sie sehen, ich habe hier JPA inkludiert. Das findet man hier wieder irgendwo. JPA. Man sieht hier irgendwo den Tomcat Hibernate. Das ist quasi eine Implementierung von JPA. Und Sie sehen den Tomcat. Das ist sozusagen ein inkludierter Webserver, mit dem man dann, also auf dessen Basis wir dann die REST-Services bauen werden. So, jetzt könnte man darauf zugreifen. Das probieren wir mal aus. Das heißt, ich sage jetzt hier HTTP localhost. Ich meine, es war 8080. Jetzt ist das natürlich ein bisschen erschütternd. Jetzt haben wir hier eine White Label Error Page, aber wir wissen, okay, der Server reagiert. Das heißt, über den Port 8080 erreichen wir den. Das ist ja schon mal viel gewonnen. Das heißt, jetzt müssen wir den ersten Request verarbeiten, dann ist das Video auch schon aus. Das heißt, jetzt machen wir mal einen Request, also ein Dingsbums, was den Request bearbeiten kann. Dazu gehe ich dann wieder in mein Implementierungsverzeichnis, sage hier New Class, nennen wir das mal, ich baue es dann gleich in dem nächsten Video schon weiter aus, Project Controller. Ich nenne es jetzt bewusst Controller, das ist ungefähr so was wie der Controller vom FVC-Pattern. Das wird uns sozusagen die Client-Sicht auf unser System darstellen. Also implementiert eigentlich noch nicht die Anwendungslogik, kann es aber. So. Was wollen wir jetzt? Wir wollen jetzt hier, ich habe den nicht ohne Grund Controller genannt, wenn wir den jetzt hier, da wollen wir einen REST-Controller draus machen. Das ist also das Ding, was uns ein REST-Interface nach außen veröffentlicht. Und dann verpassen wir dem wegen der Methode. Ich nenne das jetzt mal public String. Wir wollen ja was sehen. Das hier muss ja was produzieren. Hello World. Ich gebe dem mal ein paar Parameter, machen wir gleich. Vielleicht kann er mich ja noch mit meinem Namen begrüßen. Und ich sage jetzt hier Return Hello, Hello World. So, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen wenig. Was der Server jetzt natürlich nicht weiß, ist, unter welcher URI soll er jetzt diese wunderbare Ressource oder diese Methode aufrufen. Insofern müssen wir dem jetzt hier noch eine Annotation verpassen, dass der weiß, unter welcher URI er zu reagieren hat. Da schreiben wir mal Get Mapping. Das heißt Get. Sie können sich vorstellen, das ist wahrscheinlich der Request, den ich schicke. Und dann gebe ich dem hier den Namen mit. Und das heißt, dann sagen wir hier mal Hello. Hello. So, das war's schon. Das heißt, jetzt können wir das Ding wieder starten. Und er schickt uns hoffentlich, wenn wir die URI Hello auf Hello World auf Localhost aufrufen, kriegen wir hoffentlich Hello World zurück. Schauen wir mal, ob das klappt. Sie sehen, er startet. Das heißt, jetzt müssten wir hier Hello aufrufen können. Sie sehen Hello World. Das war unser erster Request. Machen wir den vielleicht jetzt schon gleich ein bisschen spannender. Das heißt, wir verpassen dem einfach noch einen Parameter und lassen uns persönlich begrüßen von dem Ding. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Mehrwertfunktion spendiert. Das heißt, wir sagen hier nochmal Hello und dann verpasse ich den Parameter Name. Und dann sage ich hier String Name und dann sage ich Hello World plus Name. Und jetzt muss ich dem sozusagen noch diesen Parameter der URL abbilden auf meinen Parameter der Methode. Da sage ich hier Path Variable. Und wenn ich das jetzt nochmal starte, kann ich hier nämlich eingeben Hello Gerd. Der braucht ein bisschen
um zu starten, aber Sie sehen da oben, wenn Sie gute Augen haben, der sagt tatsächlich Hello World, Gerd. Das war das erste Video zum Thema Spring Boot und in dem nächsten Video baue ich dann einen echten RESTful Web Service, der Projekte verwaltet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.